Die Städte Frankfurt am Main, Wiesbaden und Mainz gehören zu den wichtigsten Verkehrszentren im Rhein-Main-Gebiet. Verbunden werden sie durch mehrere Bahnstrecken, auf denen neben zahlreichen regionalen Fernzügen die S-Bahn-Linien 1, 8 und 9 unterwegs sind. In dieser Dokumentation geht es um die S-Bahn-Linien 8 und 9 auf dem Abschnitt von Bischofsheim über Mainz nach Wiesbaden. Viel Spaß! Die S8 der S-Bahn Rhein-Main ist unterwegs zwischen Offenbach Ost und Wiesbaden Hauptbahnhof und die S9 zwischen Hanau Hauptbahnhof und Wiesbaden Hauptbahnhof, wobei die S8 im Berufsverkehr ebenfalls weiter bis zum Hanauer Hauptbahnhof fährt. Auf unserem vorgestellten Abschnitt zwischen Bischofsheim und dem Wiesbaden Hauptbahnhof verkehrt die S8 über Mainz und die S9 den kürzeren Weg über Mainz-Kastell. Beide Linien fahren im 30-Minuten-Takt und ergänzen sich, wenn auch nicht auf unserem Abschnitt, zwischen Offenbach Ost und Bischofsheim zu einem 15-Minuten-Takt. Auf beiden Linien werden 140 km/h schnelle Elektrotriebwagen der Baureihe 430 eingesetzt. Mehr zur Geschichte und dem Zugverkehr auf allen Bahnstrecken zwischen Frankfurt, Wiesbaden und Mainz erfahrt ihr in einer extra Dokumentation, deren Link ihr in der Videobeschreibung findet. Startpunkt unserer heutigen Reise ist der Bahnhof Bischofsheim. Die Stadt Bischofsheim zählt 13.000 Einwohner und liegt direkt am Main. Bischofsheim war von 1930 bis 1945 ein Stadtteil von Mainz, während es heute eigenständig ist. Doch aufgrund der Tatsache, dass es einmal ein Stadtteil von Mainz war, heißt der Bahnhof noch immer Mainz-Bischofsheim, da er nie zurück umbenannt wurde. Der Bahnhof Bischofsheim zählt 4 Bahnsteiggleise. Die S8 fährt dabei immer auf Gleis 4 zu den Minuten 15 und 45 ein. Die S9 erreicht zu den Minuten 1 und 31 Gleis 1. In der Gegenrichtung fahren die S9er Richtung Frankfurt ebenfalls vom Gleis 1 und die S8er Richtung Frankfurt fahren vom Gleis 2. Außer unseren S-Bahnen hält hier noch der RE2 Frankfurt Hauptbahnhof Koblenz Hauptbahnhof, die RB75 Aschaffenburg Hauptbahnhof Wiesbaden Hauptbahnhof, die zwischen Bischofsheim und Wiesbaden Hauptbahnhof komplett dieselbe Strecke wie die S8 benutzt. Südöstlich des Bahnhofes liegt in etwa an der Streckentrennung der Strecken nach Frankfurt und Darmstadt ein Rangierbahnhof, welcher im Jahr 1905 als Teil der Mainzer Umgehungsbahn eröffnet wurde. Seit dem Abriss des Frankfurter Güterbahnhofs handelt es sich um die größte Zugbildungsanlage im Rhein-Main-Gebiet. Der Güterbahnhof ist insgesamt ca. 2 km lang, 150 bis 300 Meter breit und besitzt damit eine Fläche von 45 Hektar. Die Gleis- und Stellwerkstechnik des Rangierbahnhofs ist allerdings ein wenig veraltet. Hier werden trotzdem zahlreiche Güterzüge neu zusammenrangiert.
Wie eben erwähnt, war der Grund für den Bau des Güterbahnhofs die Eröffnung der Mainzer Güterumgehung. Diese Mainzer Güterumgehung zweigt westlich des Bahnhofes ab. Und da die S9 eben diese Güterumgehung benutzt, hält sie im Gegensatz zur S8 hier in beide Richtungen immer auf Gleis 1, um dann direkt auf diese abzweigende Güterumgehung fahren zu können. Wir schauen uns jetzt zunächst die Strecke der S9 an. Die S9 fährt 10 Minuten 1 und 31 in Bischofsheim ab. Obwohl die Güterumgehung eigentlich nach Norden geht, fahren wir zunächst ein Stück in Richtung Süden. Denn wir durchfahren zunächst eine Schleife, um anschließend im 90-Grad-Winkel auf den Main zu treffen. Innerhalb der Schleife gewinnen wir auch schon ganz leicht und allmählich Höhe für die folgende Mainbrücke. Nach der Überquerung der Autobahn A671 geht es dann nach kurzer Zeit auch über die weiterführende Eisenbahnstrecke nach Mainz, auf der die S8 unterwegs ist. Daraufhin nähern wir uns der Hochheimer Eisenbahnbrücke. Die Hochheimer Eisenbahnbrücke wurde 1904 fertiggestellt und ist 7,85 Meter hoch. Die Gesamtlänge beträgt 293 Meter. Kurz hinter der Brücke überqueren wir jetzt die Bahnstrecke von Frankfurt nach Wiesbaden, auf der die S1 unterwegs ist. Hier gibt es noch einmal dasselbe Spiel wie hinter Bischofsheim, das heißt, wir durchfahren eine Schleife, um anschließend wieder auf die Bahnstrecke zu treffen. Wenn wir seit Bischofsheim 4 Kilometer zurückgelegt haben, wechseln wir jetzt auf die Bahnstrecke Frankfurt-Wiesbaden, denn die Güterumgehung ist hier nicht zu Ende, sondern wird den Stadtteil Kastell umfahren, um wieder in Richtung Rhein zu führen. Dazu aber später mehr. Nach 6,5 Kilometern Fahrweg und 7 Minuten Fahrzeit seit Bischofsheim fährt unser Zug jetzt in den Bahnhof Wiesbaden-Mainz-Kastell ein. Hier in Wiesbaden-Mainz-Kastell hält auch die S1 sowie die Regionalbahn Frankfurt-Koblenz. Nachdem der Bahnhof bzw. die daran liegende Strecke bereits in einer extra Dokumentation vorgestellt werden, werde ich hier nicht so sehr ins Detail eingehen. Die S9 fährt dann von hier aus weiter auf dieser Strecke in Richtung Norden. Nächster planmäßiger Halt ist Wiesbaden Ost. Da in Wiesbaden Ost allerdings auch bereits wieder die S8 hält, schauen wir uns jetzt zunächst die S8 an. Wir springen also noch einmal zurück nach Bischofsheim.
Abfahrt der S8 in Bischofsheim ist zu den Minuten 16 und 46, wie angesprochen, vom Gleis 4. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt Gustavsburg. Die Strecke bis Gustavsburg ist jetzt dreigleisig, da südlich der regulären Gleise ein weiteres Gleis verbaut wurde, als Verbindung von zahlreichen Güteranschlüssen in Gustavsburg zum Güterbahnhof Bischofsheim. Wir sind jetzt in Richtung Westen unterwegs und unterqueren nach kurzer Zeit die Güterumgehung Richtung Kastell. Nach 2,8 Kilometern und 3 Minuten erhält unser Zug Einfahrt in den Bahnhof Mainz-Gustavsburg. Wobei Mainz auch hierbei nur eine ehemalige überlieferte Vorsilbe ist. Gustavsburg gehört zur Stadt Ginsheim-Gustavsburg, die 16.000 Einwohner zählt. Wir fahren jetzt wieder auf eine Brücke auf. Zeitgleich beobachten wir die Mündung des Mains in den Rhein. Wir überqueren jetzt auf der Mainzer Südbrücke den Rhein. Die Brücke wurde von 1859 bis 1862 erbaut. Am 17. März 1945 wurde sie von der deutschen Wehrmacht gesprengt, um die vorrückenden amerikanischen Truppen zu stoppen. Von 1948 bis 1949 wurde die Brücke in vereinfachter Bauweise als Stahlfachwerkträgerbrücke wieder errichtet. Lediglich das alte Westportal ist heute noch erhalten und ist ein sehr schönes Fotomotiv. Die Brücke ist insgesamt 1028 Meter lang. Kurz hinter der Brücke treffen wir auf die Bahnstrecke von Ludwigshafen. Auf dieser sind ebenfalls regional Fern- und Güterzüge unterwegs. Dabei überqueren wir das Gleis von Ludwigshafen, während das Gleis von Mainz in Richtung Ludwigshafen einfach von unserer Strecke abzweigen kann. Es gibt also wieder ein kreuzungsfreies Abzweigen. Seit der Brücke befinden wir uns jetzt auch nicht mehr im Bundesland Hessen, sondern in Rheinland-Pfalz. Nach 2,8 Kilometern seit Gustavsburg fahren wir jetzt in den Bahnhof Mainz-Römisches Theater ein. Der Bahnhof hieß bis 2006 Mainz-Süd, doch bei einer Vergrößerung der Gleisanlagen fand man Teile eines alten, aus dem Jahr 12 v. Chr. Stammenden römischen Theaters. Heute kann man die freigelegten Reste neben dem Gleis 4 bewundern.
Der Bahnhof besitzt 4 Bahnsteiggleise. An den beiden inneren Gleisen halten die S8, die RB75 und der RE2. Außerdem fahren hier Intercities, ICEs und der RE3 durch. Die beiden äußeren Gleise 1 und 4 dienen den eingezweigten Zügen aus Richtung Ludwigshafen, also der RB44 Mannheim-Mainz, die hier auch hält, und dem RE4 Karlsruhe-Mainz, dem RE14 Mannheim-Mainz sowie weiteren Fernzügen, die hier durchfahren. Direkt hinter dem Bahnhof befinden sich die Mainzer Tunnel. Der erste zweigleisige Tunnel wurde von 1876 bis 1884 gebaut als Zulaufstrecke zum damals neuen Mainzer Hauptbahnhof. Im Jahr 1930 musste das Mittelstück des Tunnels wegen Schädigung durch säurehaltige Abgase ausgehoben werden, wodurch die sogenannte Eisgrube entstand und aus dem 1,2 Kilometer langen Tunnel ein 240 Meter langer und ein 655 Meter langer Tunnel wurden. Da die beiden Gleise des Tunnels mit den Kapazitäten allerdings immer schlechter zurechtkamen, wurde zwischen 1998 und 2004 direkt daneben ein 1,3 Kilometer langer neuer Tunnel gebaut, sodass die alte Strecke dann auch von 2007 bis 2009 saniert werden konnte und sich hier so heute 2 relativ intakt befindliche Tunnel befinden. Zu den Minuten 22 und 52 fährt unsere S8 jetzt hier in Mainz-Römisches Theater weiter. Wir fahren jetzt in den Tunnel Mainz Süd ein. Es handelt sich dabei um den südlicheren der beiden älteren Tunnel. Denn die Züge in Richtung Mainz Hauptbahnhof nutzen die älteren Tunnel, während die Züge vom Mainzer Hauptbahnhof den neueren Tunnel benutzen. Wir durchfahren jetzt, nachdem wir aus dem kürzeren 240 Meter langen Tunnel Mainz Süd ausgefahren sind, die 300 Meter lange Eisgrube. Anschließend geht es in den 655 Meter langen Tunnel Mainz Hauptbahnhof. Nächster Halt Mainz Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next stop Mainz Main Station. Exit to the right in the direction of travel. Nachdem wir jetzt auch den zweiten, längeren Tunnel hinter uns gebracht haben, befinden wir uns dann auch direkt an der Einfahrt in den Mainzer Hauptbahnhof. Dabei wechselt unsere S-Bahn ganz auf die östlichsten Gleise, da sie auf Gleis 1 einfahren wird. Den Mainzer Hauptbahnhof erreicht die S8 dazu die Minuten 25 und 55, also nach 10-minütiger Fahrzeit seit Bischofsheim, auf Gleis 1. Gleis 1A Einfahrt S8 nach Wiesbaden über Wiesbaden Ostern. 16:27 Gleis 1 habe ich Vorsicht. Etwa seit dem 1. Jahrhundert vor Christus leben Menschen in Mainz. Im Jahr 12 vor Christus wurde Mainz dann von den Römern gegründet. Seit dem Mittelalter ist Mainz eine bedeutende Bischofsstadt. Heute zählt Mainz 210.000 Einwohner und ist die größte Stadt in Rheinland-Pfalz und auch gleichzeitig dessen Landeshauptstadt. Mainz besitzt eine sehr sehenswerte Altstadt.
Am südwestlichen Rand der Neustadt befindet sich der Mainzer Hauptbahnhof. Der Mainzer Hauptbahnhof zählt 7 Bahnsteiggleise, die alle von einer Halle überdacht werden. Vor dem Mainzer Hauptbahnhof fahren die Straßenbahnlinien 50, 51 und 52 ab. Am Mainzer Hauptbahnhof besteht Anschluss zu Intercities, mit denen man alle 2 Stunden nach Stuttgart und Frankfurt sowie stündlich nach Hamburg reisen kann. Außerdem hält hier der 2-stündliche ICE Wiesbaden-Frankfurt-Erfurt-Leipzig-Dresden. Außerdem halten hier die 2-stündlichen Regionalexpresszüge Frankfurt-Koblenz, Mainz-Karlsruhe, Mainz-Mannheim. Und Frankfurt-Saarbrücken. Hinzu kommt der stündliche Regionalexpress Mainz-Kirchheim-Bolanden. Regionalbahn verkehren stündlich nach Köln bis Deutz, Ida-Oberstein, Alzey und von Wiesbaden nach Aschaffenburg. Hinzu kommt die im 30-Minuten-Takt hier startende RB44 nach Mannheim Hauptbahnhof, wobei jeder zweite Zug auch weiter nach Neuedingen-Friedrichsfeld verkehrt. Die S8 hält in Richtung Wiesbaden auf Gleis 1 und in die Gegenrichtung auf Gleis 5. Wir beobachten jetzt auf Gleis 1 die Abfahrt einer S8 in Richtung Wiesbaden Hauptbahnhof. Die S8er fahren hier immer zu den Minuten 27 und 57, also nach 2-minütigem Aufenthalt weiter. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Mainz Nord. Es geht jetzt kurz hinter dem Bahnsteigsende vorbei am spätestens seit 2013 allseits bekannten Mainzer Stellwerk. Unser Zug nimmt seit Mainz Römisches Theater Kurs in Richtung Norden. Es geht jetzt vor allen Dingen in Fahrtrichtung links, also auf der hier nicht zu sehenden Seite, vorbei an zahlreichen Abstellanlagen. Nach ca. 2 Kilometern trennen sich jetzt die einzelnen Strecken, wobei wir nach Westen abbiegen und uns somit von der Bahnstrecke weiter in Richtung Koblenz trennen. Züge in die Gegenrichtung nutzen dabei für die Überquerung der Strecke nach Koblenz ein Überwerfungsbauwerk. Wir biegen wie angesprochen Richtung Westen ab und treffen wenig später auf die Strecke von Koblenz Richtung Wiesbaden, wobei auch hier für die Gegenrichtung ein Überwerfungsbauwerk vorhanden ist. Kurz bevor wir endgültig mit der Strecke zusammentreffen, fahren wir noch in den Haltepunkt Mainz Nord ein. Die beiden Bahnsteige liegen dabei etwa 100 Meter auseinander, aufgrund des eben erwähnten Abzweigs. Nach der Abfahrt aus dem Bahnhof treffen wir wie angesprochen auf die Strecke von Koblenz und sind ab jetzt auf der Mainzer Güterumgehung unterwegs. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt Wiesbaden Ost. Wir überqueren jetzt die Gleise in den Hafen und kurz darauf geht es dann noch über die Mainzer Kaiserbrücke.
Der offizielle Name dieser Brücke ist inzwischen Nordbrücke, da die 1904 eröffnete Kaiserbrücke im Jahr 1945 gesprengt wurde. Die heutige Nordbrücke ist 789 Meter lang und befindet sich 9 Meter über der Wasseroberfläche. Sie besteht aus zwei Teilen, dazwischen befindet sich eine Insel. Mit dieser Brücke wechseln wir auch wieder zurück nach Hessen. Kurz hinter der Brücke treffen wir dann auf die Bahnstrecke Frankfurt-Wiesbaden, auf der die S-Bahn-Linien 1 und 9 unterwegs sind. Das heißt, wir zweigen jetzt wieder von der Güterumgehung ab. Wir überqueren jetzt die Strecke Frankfurt-Wiesbaden. In einem weiträumigen Bogen werden wir wenig später auf diese Strecke treffen. Dabei unterqueren wir jetzt die Güterumgehung, die wie angesprochen Kastell umfährt, um dann am Abzweig Kostheim wieder auf die Strecke zu treffen und somit wieder nach Bischofsheim zu führen. Mithilfe eines Überwerfungsbauwerks wechselt jetzt die Strecke von S1 und S9 Richtung Wiesbaden Hauptbahnhof auf die andere Seite unserer Strecke, damit es hier auch wieder eine kreuzungsfreie Einzweigung gibt. Direkt hinter diesem Überwerfungsbauwerk befindet sich der 3 Kilometer von Mainz Nord entfernte Bahnhof Wiesbaden Ost. Bis zur Eingemeindung trug der Bahnhof den Namen Biebrich Ost. Bei der Eingemeindung wurde das Prädikat Ost enthalten, obwohl der Bahnhof im südlichen Teil von Wiesbaden liegt. Der Bahnhof zählt 4 Gleise. Die äußeren beiden dienen den eingezweigten S-Bahn-Linien 1 und 9. Die inneren Gleise 2 und 3 dienen S8 und der immer noch parallel zu uns verkehrenden RB 75. Neben Gleis 4 verläuft eine Güterstrecke. Diese zweigt etwas nördlich des Bahnhofes ab, Richtung Koblenz auf die rechte Rheinstrecke, weshalb hier sehr viele Güterzüge unterwegs sind. Zu den Minuten 5 und 35 fährt unsere S8 jetzt weiter in Richtung Norden dem Endbahnhof Wiesbaden Hauptbahnhof entgegen. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt Wiesbaden Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Next stop, Wiesbaden Main Station. This train terminates here. Please alight. Als erstes zweigt jetzt die Bahnstrecke von Koblenz ein. Danach zweigen die Bahnstrecken von Köln, Niedernhausen und Bad Schwalbach ein. Daraufhin beginnen in Fahrtrichtung links zahlreiche Abstellanlagen.
Nächster Halt, Wiesbaden Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund würden sich freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Next Stop, Wiesbaden Main Station. This train terminates here. Please alight. Exit to the left in the direction of travel. Die S8 erreicht jetzt nach 24 Minuten und 17 Kilometern seit Bischofsheim, 53 Minuten und 49 Kilometern seit Frankfurt und einer Stunde 24 und 71 Kilometern seit Hanau zu den Minuten 10 und 40 den Wiesbadener Hauptbahnhof. Die S9 legt jeweils 3 Kilometer weniger zurück, man ist 7 Minuten schneller unterwegs, erreicht den Wiesbadener Hauptbahnhof zu den Minuten 18 und 48. Beide S-Bahn-Linien fahren genau wie die S1, in der Regel auf den Gleisen 2, 3 oder 4 ein. Wir beobachten hier gerade eine Einfahrt auf Gleis 4. Wiesbaden zählt 290.000 Einwohner. Es ist nach Frankfurt die zweitgrößte Stadt Hessens und gleichzeitig dessen Landeshauptstadt. Mit seinen 15 Thermal- und Mineralquellen ist Wiesbaden eines der ältesten Kurbäder Deutschlands. Südlich der Alt- und Innenstadt befindet sich der 1906 eröffnete Hauptbahnhof, welcher 10 Bahnsteiggleise zählt. Immer in etwa um die Minute 30 treffen sich hier die RB10, Frankfurt Hauptbahnhof Neuwied, die RB21, Wiesbaden Hauptbahnhof Niedernhausen und am Wochenende auch weiter nach Limburg. Und die RB75 Wiesbaden-Aschaffenburg. Da auf fast allen Linien von Montag bis Freitag im Berufsverkehr ein 30-Minuten-Takt herrscht, findet dann auch zur vollen Stunde hier ein Treffen der Linien statt. Außerdem beginnt hier in Wiesbaden der ICE über Mainz, Frankfurt, Fulda, Erfurt und Leipzig nach Dresden Hauptbahnhof im 2-Stunden-Takt. Die S8 fährt nach 9-minütiger Wendezeit zu den Minuten 19 und 49 und die S9 nach 23-minütiger Wendezeit zu den Minuten 11 und 41 wieder ab. Aufgrund von Bauarbeiten setzt die S8 hier in Wiesbaden immer einen Umlauf aus, hat also nicht 9, sondern 39 Minuten Wendezeit. Die Abfahrt einer S8 und die Ankunft einer S9 sowie die Abfahrt einer S9 und die Ankunft einer S8 fallen stets in etwa auf die gleiche Zeit. Damit wäre ich dann auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.